Partys keine Zeit. Wird ein gutes Jahr, soweit ich weiß. Das ist Molly. Molly, ihr esst mir aus der Hand, so wie es aussieht. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Client Review. Und zwar ist es das erste Client Review auf meinem Kanal, das erste offizielle. Und ja, man sieht schon, der Client ist ziemlich geil. Also das GUI, dieser Client heißt übrigens Material. Und das ist ein Free Client, das heißt, er ist kostenlos und ziemlich gut auch noch. Also ja, er ist einfach ein ziemlich geiler Client. Man sieht, das ist alles hier anders designt, auch wenn es manchmal noch rumbuggt. Aber ja, hier hat man auch einen guten Alt-Manager. Und ja, das Design ist einfach nur lecker, wie ich finde. Wir können ja mal auf Comma gehen. Und dann zeige ich euch mal die Module und so weiter. Ja, das hier ist halt das Tab-GUI. Sozusagen, weil das Tab-GUI ist ja normalerweise rechts am Rand, aber hier ist es halt oben. Man kann es leider noch nicht toggeln, glaube ich. Aber ja. Gleich wird auch noch ein Gameplay kommen, wo ich eine Runde QSG spiele. Und ja, da sieht man auch mal die Aura, die ist einfach nur geil. Und hier kann man die Aura auf AC einstellen und so weiter. Ja, ist halt schon geil. So, wie kommt man jetzt wieder raus? Ach so, ja, genau. Ja, man sieht, es gibt einfach extrem viele Einstellungen, schon bei der Kill-Aura. Man kann die Keybind dann direkt hier festlegen. Man drückt einmal nach rechts und dann drückt man die jeweilige Taste. Und der Chest-Dealer sortiert auch automatisch und so weiter. Ja, man sieht, die Module sind auch ausreichend. Ja, Kill-Aura ist halt die normale Kill-Aura, die ziemlich gut ist. Chest-Dealer kennt man, automatische Chest, leeren Auto-Armor, Velocity ist No Knockback. Und auf Gomme will ich die auf 0,10 machen oder so, weil man sonst Auto gebannt wird. Und ja, Chest-Aura, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil mit anderen Clients wird's Auto gebannt, deswegen. No-Fall geht auf AC, glaube ich sogar. No-Slowdown habe ich jetzt nicht richtig probiert, aber ich glaube, der geht auch gut durch. Keep Sprint, ja, das kennt man auch, das sprintet man halt, und zwar beim Hitten. Ja, Freecam, ist halt, du kannst frei rumfliegen, man, ja, oder nee, stimmt, rumfliegen geht hier irgendwie nicht. Ja, du musst einfach Fly binden. Bind Fly. Ja, klar, Fly. Ja, gibt's wohl nicht. Punkt Bind Fly. Ja, dann kann man halt hier so rumfliegen und durch die Wand auch und so weiter. Ja, kennt man ja. Und ja, so. Bei Movement gibt's Speed natürlich. Und ja, der leckere Speed ist der hier. Das ist einfach ein Low Hop, der ziemlich geil ist. Und ja, es gibt halt noch hier Motion. Motion, den kennt man ja wahrscheinlich. Das ist einfach nur, dass man ein bisschen schneller. NCP, das ist so einer, ich weiß gar nicht, ob der beipasst, aber der sollte bestimmt beipassen. Ein NCP B-Hop und halt noch ein NCP B-Hop, ein anderer. Und dann gibt es hier noch die die Auswahl, Custom einzustellen. Ich weiß halt nicht genau, wie man das jetzt konfigurieren. Ach genau, Custom Mode hier. Das ist jetzt halt ein Low Hop noch. Warte, hab ich das hier schon? Ja, Custom ist eingeschaltet. Dann kann ich hier jetzt Speed hochstellen. Und dann wird es schneller, stimmt. Geht auf jeden Fall. Und Strafe ist halt, dass ihr sofort nach rechts oder nach links geht. Das ist das hier, wenn ich das hier mal jetzt hoch mache. Dann sieht man, ich gehe viel schneller, wenn ich rechts oder links drücke, dahin. Und ja, das ist auch extrem geil, dass man sich einen eigenen B-Hop hier erstellen kann. Sozusagen. Ach genau, hier muss man Enter drücken. Ja, Flight kennt man natürlich. Und Glide, das bypasst, glaube ich, nicht, aber ich weiß es nicht. So. Aber es gibt auch, ihr könnt das ja mal ausprobieren und mir in die Kommentare schreiben. Ja, Vanilla Fly kennt man ja. Und der Jesus. Ich weiß gar nicht, ob der beipasst. Wir können ja einfach mal direkt auf den Wisencode Server gehen. ncp.wisencode. So, dann können wir mal den Jesus ausprobieren. Und das Glide auch. So. Ach, das habe ich jetzt immer im Moment. Das nervt etwas. Dezent. So, da sind wir auch schon drauf. Slash AC. Ja, Chest-Dealer sollte man da auch ausmachen. Und ja, Speed mache ich mal hier auf
Mode Gummy Bear, aber ich weiß aber nicht, ob der hier auch geht. Ah doch, er geht sogar. Nice. So, dann gucken wir mal, ob der Jesus worked. Ich habe ihn jetzt auf AC1. Jesus ist an. Ja, der flaggt auf jeden Fall gar nicht. Also ernst gemeint, der flaggt echt nicht. Nicht schlecht. Geht der auch. Ja, der geht sogar auch, lol. Okay. Jesus. Ah, ne, jetzt flaggt. Also AC1 würde ich euch raten. Ja, ich probiere einfach mal kurz den Glide aus. Oh, jetzt flaggt sogar der Speed. Lol, Punkt Feind, Glide. Okay. So, naja, der Speed flaggt jetzt echt. Warum auch immer. Das AC ist halt ein System, was man nicht verstehen muss. Aber ja, probieren wir mal das Glide aus. So. Die paar Sachen muss man hier, glaube ich, sogar, wenn man auf Gomme fliegen will, umstellen. Aber ich glaube, das geht noch gar nicht. Aber es wird natürlich auch Updates kommen. So. Ja, nicht ganz bei Pasta. Ich schätze mal, man muss was umstellen und dann wird das gehen. Ich bringe euch auf jeden Fall ein paar Updates, wenn ich etwas gefunden habe, was geht. Und ja. Das war's dann auch eigentlich schon mit dem Review. Es gibt halt die normalen Render-Mods, die man sieht, und Scaffold und so, ja. Ach nee, es war's noch gar nicht mit dem Review. Wir sehen uns gleich in einer QSG-Runde. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der QSG-Runde. Bis gleich. Jo Leute, willkommen zurück. Ich bin jetzt in-game mit Material. Und ich zeige euch jetzt mal den leckeren Speed. Und kombiniert mit der Aura ist der schon echt geil. Würde ich sagen. Man sieht ja, wie sie Aura weckt. Da sieht man es auch nicht, wegen meinem FPS. Wer weiß. Ich schätze mal, man sieht es einfach nicht. Aber es ist halt, glaube ich, so, weil das Click-UI aus ist. Das ziemlich kacke ist. Aber eigentlich fuckt er den Speed gar nicht ab. Das ist schon echt geil. Ja, Auto-Armor worked alles. Also der Kleine ist ziemlich geil, wie ich finde. Oder ich bugge erstmal hier drinnen. Und ja, kommt auch immer so ein Message-Punkt-Step, wenn man irgendwo hochsteppt. Und die Aura ist halt geil, Alter. Die ist einfach nur lecker. Ja, ich finde der Kleine ist im Moment der beste Free-Client, den es gibt. Der ist ja, wurde free-released. Alle dachten, er wird das kosten und so weiter. Aber er wurde free-released. Worüber sich viele auch aufgeregt haben. Sehr viele. Ja, aber ich finde es gut, dass der free ist. Ich finde es richtig gut. Weil dann bekommen viele ihn und so weiter. Ja. Es ist auch nicht gut, weil ich ziemlich viele jetzt aufgeregt haben und so weiter. Aber ja, für die ganzen Leute, die kein Geld haben oder so, für die ist es einfach nur gut. Und ja, Entschuldigung, wenn es extrem laggt. Das ist bei dem Client einfach nur unnormal. Ja, das ist der vorletzte Spieler. Aber die Aura, die haut halt so rein wie keine andere Aura. Also von einem Free Client. Die von Jelly hat ungefähr die gleiche Qualität. Das ist fast genau gleich gut, würde ich mal sagen, so. Schätzungsweise.